Hallo, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row hier mit dem Gronk und dem Zarza. Hallo auch vom Meer. Ich habe gerade meinen Pulli ausgezogen. Ja, und ich ebenfalls, weil es ist so tierisch warm. Ich muss das Fenster öffnen. Was hat die denn an? Wenn es neben. Oh, was hat die denn an? Was haben die alle an? Ich glaube, wir sind am Straßenstrich. Ich glaube auch. Obwohl, nee, hier nee, in Saints Row nicht. Müssen wir gleich mal. Oh, guck mal, der Typ hier. Auch für die Ladies einmal mal was. Ach ja, Hallöchen, außer, obwohl die Mann, nee, ich weiß nicht. Also. Das ist doch Rumpel, Alter, den kenne ich sofort. Ja, mit seiner Bastenmütze. Im Arbeitsoutfit, Alter. Das ist super. Eigentlich müssten wir bei dem natürlich auch mal... Ey, du hast ihm einfach irgendwas in den Hintern gesteckt, Mann. Und der Kopf wieder verteilt. Hui! Oh. Was soll die Kacke? Der ist ja voll zersplittert. Der lebt aber noch, ne? Kann sein. Warte, ich helf dir mal bei seinen Ermittlungen, Alter. Alter, voll das Haus zersmashed, wie geil. Und da fliegt jetzt so der Rotz runter. Ja, ich sehe es. War so ein kleiner Arm oder so. Genau. Wahrscheinlich aus dem Anus, so ein Kötel. So, was? Wir machen heute weiter mit der Mission. Ich aktiviere die auch mal gerade zur Abwechslung, dann ist es, glaube ich, einfacher. Wir könnten theoretisch auch mal wieder Kräfte upgraden, ne? Das könnten wir machen, aber wir sollten das vielleicht nicht unbedingt mit Kreuzfeuer der Polizei machen. Wir sollen ja erstmal das Rennen beenden. Vielleicht beenden wir erstmal die Nebenmission. Was ist das denn dafür? Warte mal, maximiert den Wirkungsbereich vom Blast, Alter. Ach, hier auch Arbeitsoutfit, natürlich. Die Krankenhäuser hier sehr, ist ja unfassbar. Du musst unbedingt mal deine Skills skillen. Meine Skills? Begleiten Effizienz. Begleiten verbraucht keine Ausdauer mehr. Ach, geil. Obwohl, das verbraucht es jetzt schon kaum. Ja, aber ist ja wurscht. Jetzt keine mehr. Ne? Super Sprung, Gleiten Effizienz. Geil. Ja, mach ich einfach mal. Wir haben ja so genug. Feuer kann ich auch mal skillen gerade. Da habe ich gar nichts gemacht, wirklich. Das macht er automatisch mit. Ah, cool, ich verstehe. Und wir haben ja genug Daten-Upgrades gesammelt. Ne? Da kann man sich mal ein bisschen was leisten. Ja, jetzt müssen wir leider aber auch warten. So, Blastbereich 3, maximiert den Wirkungsbereich von Blast. Ei. Was ist das denn jetzt, ey? Hast du Blast der ausprobiert? Der Feuerball ist der Mega-Shit. Der ist wie so eine Atombombe. Cool. Also nicht ganz, aber... Oh, wer ist das denn da vorne? Das ist Blast. Guckst du da Krankenschwestern hinterher? Ja. Dachte ich mir schon. So. Hä, wieso schießt hier jemand auf mich? Hast du wieder Scheiße gebaut? Ein bisschen. Aber die Krankenschwester habe ich nie in die Luft gejagt. Also alles cool. Immer cool bleiben, Alter. Oh, sie brennt. Ach so. Nein. Ach, das war der Polizist. Die Krankenschwester ist weggelaufen. Da hinten rennt sie. Boah. Hey. Ja, der Blast ist super. So, was machen wir heute Abend, hm? Wir grillen Polizisten. Und was für Polizisten? Ach hier, ich habe ja gerade ein kleines Barbecue veranstaltet. Aber eigentlich soll ich doch einen Auftrag mal aktivieren, ey. Ich bin auch so ein Schnösel, so ein Verkappter. So, du kannst mir aber auch einfach folgen, wenn du magst. Alter, Gesundheit Vakuum. Mittlere Erhöhung der Gesundheitspickups, wo die aufgesaugt werden. Das ist praktisch. Das solltest du auch mal machen. Ah, vielleicht guck ich nochmal ganz kurz bei den Upgrades. Komm, wir skillen einmal, ey. Wir haben so viel Zeugs. Ja, hast du recht. Upgrades. Da war ich schon wieder bei Kräften drin. Fähigkeiten, Ausdauererhöhung, Bekanntheit. Ausdauererhöhung 3. Brauchen wir fast gar nicht. Auch. Guck mal lieber nach Gesundheit. Nehme ich das Vakuum auch mal mit. So, Schaden. Leichte Verringerung. Bargeld für 4000 EP. Mhm. Oh, ich habe nicht genug Geld? Ich auch nicht, ich habe ganz wenig Geld, nur sehe ich auch gerade. Ja, das ist ja doof. Boni, Bonus EP 2, 10% Bonus auf die gesamten verdienten EP. Das musst du nehmen. Kann ich mir nicht leisten gerade, ich sammle mal lieber Geld. Okay, da müssen wir jetzt eine Mission machen. Beziehungsweise Bargeld abheben, geht natürlich auch. Genau, kann ich ja auch mal wieder machen. Hab ich so. Immer schon so viel Neues. Laden hacken. Wir müssen auch alle Läden hacken, dann kriegen wir nämlich noch mehr Geld. Oh, Geld, geil. Oh, geil. Ja, gib mir Geld. Komm, Alter. Ich mache noch ein Status-Upgrade bei YouTube-Videos, Alter. Gib mir Daumen hoch, wir sehen, abonnieren, jo. Geil, ey. Du bist Stufe 3, geil. So, Bonus EP 2 übernehmen. Kaufen wir mal. So. Fahrzeuge, okay, Monster Trucks, auch geil, aber... Wo bist du? Ich bin auf dem Weg gerade noch, beidhändig MPs, halte MPs in beiden Händen, das nehme ich auch nochmal. Welche Mission machen wir denn eigentlich? Habe ich jetzt zum dreimal gefragt, aber immer noch nicht. Wir machen gerade, beende das Rennen-Mission. Beeile dich, durch das System zu kommen. Genau. Simulation erkennt. Bist du gerade schon unterwegs? Entführe das Auto mit den Daten. Das haben wir schon gemacht. Nee, ich noch nicht. Doch, das haben wir, Nee, ich muss das noch machen. Hä? Nee, Quatsch. Du hast doch mit drin gesessen.
Wahrscheinlich habe ich da nur Punkte, ach, Ziel erreicht. Ich bin in einer Verbotszone. Warte mal, das auch, warte, Moment, der aktualisiert gerade, okay? Psst, Moment. Ah, das war schon. Mehr gar nicht. Okay, ich bin hier gerade in einer Verbotszone gelandet, ich weiß gar nicht warum. Auf einmal ist hier Alarm und ich werde gesucht. Jetzt will ich wissen, warum das verboten ist und dann will ich das kaputt schlagen. Gesichtskontrolle, Alter. Ja, das will ich dann kaputt schlagen, das Gesicht. Also mein, nee, warte. Warum ist denn hier eine Verbotszone? Bin schon da. Warte, ich will ganz kurz wissen, warum hier verboten ist. Hier ist alles abgeriegelt, abgesperrt. Weil die dich nicht mögen einfach. Muss die Verbotszone wird verlassen. Können. Oh, wie sieht der denn aus? Leute, so lustige Leute hier. Ach, hier sind lauter Helikopterlandeplätze. Komm doch mal. Ich warte komme, hier sind lauter Helikopter. Huch! Ich starte die Koop-Aktivität mit. Das war jetzt die Koop-Aktivität, die wir machen sollen. Nur ein Chaoslauf. Nein, bitte nicht. Scheiße. Nein, bitte nicht. Schnapp dir die Superschubkugel, natürlich. Okay. Oh mein Gott. Alter, das ist ja richtig übel. Nein, ich bin in den Tunnel gelaufen. Ich kann super schlecht schon mal. Oh, Datensammlung. Oh, Datensammlung. Oh, Datensammlung. Ich war mega schwach, Alter. Sorry. Wow, scheiße. Wow, fuck it. Und jetzt so, du bist jetzt wieder vor mir. Wo muss ich lang? Ach, da unten auf den Radar immer achten. Niemals irgendwie auf das Display da oben vertrauen. Boah, und jetzt kommt dieses scheiß Bronzeschild und ich sehe nichts mehr, wenn da steht Bronze. Oh, Alter, jetzt wurde ich weggeschossen. Alter, ich wurde weggehauen von einem Auto oder so. Wie mega mies. Wir haben nicht mal Bronze geschafft. Das war unglaublich schlecht. Scheiße. So verkackt haben wir schon lange nicht mehr. Also vielleicht das vorletzte Folge oder so. Huch! Ah, nein! Ich gebe mein Bestes. Wo geht's hin? Alter, ich weiß nicht mal, wo es weiterging. Jetzt habe ich auch nicht auf den Radar geguckt. Gescheitert! Alter, der war aber auch doof jetzt, der Chaoslauf. Nein, ich muss auch Radar gucken. Ich bin zwei, hat es geschafft. Halt die Fresse! Hat's gleich nur noch zwei Zähne, dann kannst du nochmal probieren. So. So, okay. Okay, ich renne. Um mein Leben. Oh, direkt mal an der Wand hängen geblieben, Alter. Wollen mich doch verarschen. Ah, nein! Ich hab den Sprung nicht so richtig gebacken bekommen. Ja, da muss man vorher schon drücken. Das muss ja, jetzt bin ich aber besser dran als eben. Oh nein, schon wieder verkackt. Wo muss ich lang? Da. Alter, jetzt komme ich hier am Haus nicht hoch. Verkackte Scheißkacke. Die Nummern sind echt übel, aber du bist eigentlich ziemlich gut am Start. Naja, geht so. Ich laufe jetzt nämlich total falsch. Und jetzt schon wieder hier Silber, dieses Silberschild, was da immer steht. Doch, wir sind gut dabei. Du bist sogar vor mir. Sogar. Okay, ich bin ja am Rennen wie ein Weltmeister, mein Lieber. Ich bin dir auf dem Fersen gerade. Komm schon, flieg. Sarah, flieg. Nein. Du hast mich überholt sogar. Ja, aber dann bin ich abgeratzt. Du Depp. Ah. Komm schon. Ja. Aktivität abgeschlossen, Silber. Nein, ich komm hier nicht durch. Fuck it. Wir haben es geschafft. Na gut, Hauptsache Silber. Ich bin gerade irgendwo unter dem Dach eingeklemmt gewesen. Das sieht man auf dem Radar, du Spasti! Ich glaube. Ich bin Spasti. So. Oh Mann. Level 18 sind wir schon, immerhin. 20% Bonus gibt's jetzt nochmal drauf. 20%? Alles, auf alles. Außer Tiernahrung, Praktika ist pleite, weißt du Bescheid. Echt? Ja, ist insolvent und wurde nicht aufgekauft. Ach, krass. Ja, die gibt's nicht mehr. Wird zerschlagen. Wäre nicht passiert, hätten die den Rabatt. Ja, auf jeden Fall sogar. Der Werbespruch war super. Und der Bruce Willis-Sprecher, Alter, der ist jetzt arbeitslos. Bruce Willis macht bald keine Filme mehr. Da war ein, ja, das musste echt der arme Kerl. Ey! Der Bruce Willis. Ja, du hast mir voll geklaut, du kleiner Drecksack. Ey, Alter, jetzt werd ich nicht unverschämt. Alle deine Nachfahren, was? Werd mal nicht unverschämt. Du liest echt so viele YouTube-Kommentare. Ich werde nicht unverschämt, ich bin unverschämt.
So, die Frage ist, was macht man jetzt? Kirk, triff dich mit Keith. Ja, wir müssen da vorne hin, bei 1800 Meter, wenn ich das richtig sehe. Ich bin schon unterwegs zu dieser Ortschaft. Ich komme. Ich komme, wie ich noch nie gekommen bin. Was? Das will ich gar nicht wissen. Wie das, war das nicht damals das einmal mit dem... Aber einmal im Ferienlager? Mit dem Rumpel? Was? Nee, mit dem war ich nicht im Ferienlager. Ach doch, den habe ich da kennengelernt, der war ja Betreuer. Der hat uns mal angefasst. So. Oh Mann. Ich düse. Oh Mann, Mann. Das war die Rache für den Kommentar, den er mal geschrieben hat. Ich düse. Ja gut, der ärgert uns auch. So ja, natürlich. Das gehört sich so. Ja? Bei guten Freunden ist das der gute Ton einfach. Ja. Du Drecksau. Du kleine Schmierige. Fickfehler, verpiss dich. Du kleines Kickfehler, Fickfehler, Kind. Alter, ich bin hier voll blöd, wie du mich auf Scheiße anmachst. Verpiss dich, du Schwein. Ich mach jetzt auch Let's Plays. Und ich bin tausendmal besser als du. Wir sollen mit Kiez auf den Fiff umgreifen. Huch, ja. Mit Kiez. Am Kiez. Gibt's da jetzt auch einen Kiez bei unserem Schiff? Wenn die Witze nicht so offensichtlich wären, weißt du? Du bist ja schon bei Kiez. Was meinst du mit offensichtlich? Mehr offen als sichtlich. So, hey, pass auf. Da sehe ich, wie du da rausschlüpfst. Ach, da bist du ja, Schnuggi. Ja. In deinem geilen, grauen Anzug. Ja, Latex, mein Freund. Lack und Leder. Die Frage ist, wenn ich dir jetzt auf den Hintern klatsche, ist das dann Sexismus oder schwul? Würde ich auch nichts sagen an deiner Stelle. Ich hatte gerade eine zusätzliche Zeit. Doppelt so viel Zeit, um einen Laden Zecken zu schaffen. Ach cool. Ach, du hast gerade mit Kiez gequatscht. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre auch für dich jetzt direkt aktiviert. Aber wir müssen das echt gleichzeitig starten. Ja, irgendwie schon. Na gut, dann vögel ich doch die andere. Hm? Engel Kiez. Warte, ich vögel mal die andere. Ja, zwischendurch, ne? Das ist doch Sexismus. Oh, yeah. Oh. Was du jetzt betreibst, ist langsam geht es in die Richtung Sexismus. Und ich weiß jetzt genau, dass du... Natürlich so voll der krasse Typ ist. Yeah. Oh. Naja gut, aber sie haut am erstmal eine rein, bevor es losgeht, ne? Ja. Umgekehrt, wenn er das bei ihr machen würde, dann wäre Polen offen, Alter. Dann würden die ganzen Feministinnen würden Handstand machen. Mit ihrer Vagina Plakate an die Wand kleben. Was? Komm, hier musst du hin. Hier ist der Kiez. Ich wollte doch gar nicht zu Kiez. Ich habe doch auch abgeschlossen. Alles abgeschlossen? Sogar die Tür. So. Die Fenster sind auch zu. Ja, fürwahr, okay, fürwahr, liebe jetzt? Freundin. Ich glaube, wir verlassen wieder. Ach, wir haben auch eine neue Aufgabe gekriegt, ne? Ach, das ist ja nett. Aber ich gehe erstmal wieder in die Simulation. Okay. Starten wir am Portal? Ja, ich würde sagen. Wie immer, ne? Alter Hut. Natürlich, natürlich. Natürlich. Ich finde, die Simulation wird immer simulantiger. Huch. Alter, wie geil. Das hat sich gerade alles aufgebaut. Mit dem Himmel, ne? Das Rote und ja, so. Hammer sah das ist schon aus. Ziemlich geil. Aber ich will endlich wieder Tageslicht. So. Bitte, liebe Aliens, habt euch doch nicht so. Wo auch immer du hinfliegst, ich weiß es nicht. Ich guck mal ganz kurz nach Aufträgen. Nicht. Aber ich hatte gerade wieder Verbindungsindifferenzen. Huch, beseitige überlegene Gerechtigkeit. Wir haben uns die Gesetze früher schon zurechtgebogen, jetzt werden wir sie brechen. Komm, Belohnung, Outfit, Roddy-Anzug. Da gibt's einen neuen Anzug, das machen wir natürlich, nein, ne? Wo, überlegene Gerechtigkeit? So, wir müssen wieder Sinntruppen beseitigen. More Zins on Patrol. Ja, Mann, lass uns das machen. Das finde ich voll gut, die Idee. Die Sims werden nicht aufhören, wenn wir denen nicht eine cleare Message senden, so. Komm, wir senden immer voll die cleare Message, okay, wir gehen da mal rum. Diskutiere es mit den Sims aus. Alter, manchmal habe ich so, lädst du irgendwas runter oder so? Ich? Nee, eigentlich gar... Oh, vielleicht lädt noch was hoch im Hintergrund. Ja, irgendwie habe ich manchmal leichte Verbindungsprobleme zu dir. Ich würde sagen, dass... das checke ich mal in der nächsten Aufnahmepause. Ja, würde ich auch sagen. Weil so soll es ja nicht sein. Nein. Das ist ja nicht so gut. Das wäre nicht... Das ist ja... Wir müssen besser werden. Wir müssen unsere Produktion deutlich steigern. Hallo? Meine Maus geht nicht mehr. Was jetzt geht die Maus wieder. Nee, jetzt ist die neue ist dran. Du hast doch die Ratte. Die Ratte, ach dann, ne? Ja, genau. Ach, ich bin ja eh schon beim Ort und du bist da auch. Du kannst mit der Ratte im Notfall... Musst einfach mit der so hochheben einmal vielleicht. Manchmal macht die so ein Mädchen. Ey, du hast die umgebölzt, ne? Ja. Das ist voll cool. So, komm, und jetzt den Rest aber mit einfrieren, ist glaube ich besser. Tut mir leid, ich konnte nicht warten.
So, es sieht sich an wie ein schwules Liebeslied. Tut mir leid, ich konnte nicht warten. Ja, naja, ich bin ein bisschen durchgelaufen. Ey! Du schnelle Hippe! Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! So, klettere den Turm hoch! Oh nein. Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Ich bin der Schlechteste! Ich bin eher beim Turm als du! Mach mal Wettlauf, wer als erster beim Turm ist. Oh Gott, lieber nicht, ich hänge mich gerade am Haus fest. Da sagt er nichts mehr, weil er sich konzentriert. Nee, ich schwebe hier gerade nicht. Ich besorge dafür noch was anderes, weil ich so nett bin. Ja. Du willst ja nur sagen, ich habe die Datensammlung besorgt, deswegen war ich als letzter beim Turm. Genau. Weil ich auch nochmal die Aussicht genieße. Ich hab's nicht eilig, mein Kleiner. Huch! Auf einmal ist der Turm ganz woanders. Ich komme halt nicht so schnell wie du. Ach, ich bin schon da. Oh ja, ich sehe ich auch. Ah, da haben wir aber Datensammlung übersehen. Die müssen wir am Rückweg holen dann, oder was? Okay. Oder willst du die Datensammlung holen und ich gehe den Turm hoch, oder was? Nö. Nee. Bin ja auch schon auf den Plattformen zum Turm. Kannst du dich mal. Schon Warp-Punkt aktiviert. Warp. Warp, warp, warp. Und hier und dafür hast du eine Datensammung auf dem Turm übersehen. Nee. Ach nee, du bist da. Dir. Ja, ich mach das ja immer mit der Ruhe. Mit Ruhe und Aua. Die Ruhe vor dem Wurm oder was? Was hast du gestoßen? Ich hab mir gerade den Kopf gestoßen an dieser blöden. Jetzt vom PC oder was? Boah, das ist ja eine blöde Stelle hier. Jetzt bin ich im Körper. Das gibt's ja wohl nicht. Wie kommen wir denn jetzt? Für die eine Datensammlung bin ich jetzt runtergefallen. Die soll mich mal warpen. Wie kann ich mich denn jetzt warpen? Mit Warp, Warp, Warp. Hey, zwei Datensammlungen und ich aktiviere, warte, ich habe einen Warp-Punkt, einen anderen aktiviert. Da kommst du jetzt schneller nach oben. Wie komme ich denn da hoch? Was muss ich denn da jetzt drücken? Das, lieber Freund, weiß ich nicht. Und wir haben wieder Datensammlung übersehen. Da unten, denn wir springen zu schnell. Gibt's ja wohl nicht. Hua! Gibt's ja wohl nicht. Ich springe gar nicht. Oh, scheiße. Ich rege mich tierisch auf. Okay, rege mich tierisch auf. Hol ich diese Datensammlung doch gerne nur mal. Nur weil ich die Datensammlung haben wollte. Eigentlich könnte man viel höher springen, als diese Datensammlung sind. Das ist echt blöd. Wir sind zu gierig einfach. Deswegen, wegen Gier bin ich auch gerade überhaupt den Turm runtergeflogen. Wegen Richard Gier? Ja. Oh Gott. Ja, du hast mir damals ja erzählt mit deiner Affäre. Ja, ich war Pretty Woman, Alter. Mit meinen High Heels. Wie heißt die Schauspielerin nochmal? Kaum hab ich dir das erzählt, hast du ja diese Perücke mit den grauen Haaren geholt. Pretty Woman is walking down so. Pretty Woman, keiner like to. Meet, Elite, Alter, nein! Uah, boah, mit dem Megasprung ist das echt schwieriger. Ah, ja. Puh, ich wäre beinahe runtergeflogen. Nein, fuck it! Warum hast du die ganze Datensammlung übersehen? Das gibt's gar nicht. Das. Oh. Finde ich nicht. Kannst du die doch nicht einfach hier liegen lassen. So, ob ich jetzt nochmal runterspringe oder. Ich meine, hoch komme ich ja jetzt nicht besonders weit. Ich verstehe das mit den Warpoints nicht. Ich bin bei dir, glaube ich, irgendwie, ne? Nee, ich bin jetzt unten und aktiviere nochmal den Sprung, diesen Turm hochwarpen. Ach, hey! So, ich mach das jetzt auf Nummer sicher. Sonst schaffen wir das nicht. Hab ich auch Oh, fuck it! Das kann doch nicht sein, Alter! Boah, wenn man da runterfällt, dreht man sich nämlich richtig auf. Boah, ja, nee, nice. Gar nicht, die scheiß verkackte, elende Hafenhuren-Schlampensau, ey. So. Okay, Turm hochwarpen. Jetzt möchte ich gerne springen. Das muss doch möglich sein. Nein, 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 nein! Nein! Komm, Lohn, lass mich leben. Auf dem Turm, bitte. Ja, wenigstens bin ich Glück im Unglück. Boah. Nein! Bin ich jetzt wieder hier? Hä, wo bist du? Ah, du bist jetzt weiter oben wieder. Nee, du bist ja so weit oben. Du, mein Sohn, Alter, wie hoch geht's denn da? Leck mich doch fett an den Füßen, ey. Wurde wieder zu gierig eben kurz. Dann dachte ich, komm, jetzt überspringst du eine Plattform. Ich dachte, Alter, so. Das gibt's doch nicht! Fällst du immer wieder ganz runter? Nee, jetzt habe ich mich gerade noch gefangen, aber ich habe die Datensammlung dann nicht mehr gekriegt. So ich habe einen neuen. Komm ich jetzt hier hoch? Ich habe einen neuen Warpoint aktiviert. Komme ich da hoch zur Hölle? Vielleicht mit dem Run an der Wand einfach lang? So, ich versuche mal nicht ganz so lange auf die Leertaste zu drücken. Da muss man. Man muss ein bisschen Sensibilität mitbringen. Komm schon, jetzt lass mich nicht mehr. Cool, Datensammlung. Du gehst gerade einfach mit dem Run die Wand hoch. Ich hänge irgendwie. So, da unten haben wir eine Datensammlung übersehen, aber ganz ehrlich, die können wir uns später immer noch holen, was wir sowieso niemals machen werden, ich aber... Ich hänge irgendwie. Wieso hängst du? Weil ich hingeblieben bin. Nö. So, nächste Warp-Point wird aktiviert. Ist aktiviert. Hä? Wie kommst du denn da oben hin? Ja, ich musste da hin. Wir müssen doch dahin. Das ist doch wir müssen doch hier den Turm aktivieren. Ja, aber ich gehe hier ganz vorsichtig gerade Plattform für Plattform hoch, um ja nichts falsch zu machen. Ich beende diese Scheiße jetzt. Hast du gemacht?
Wurm freischalten. Yeah, dann hol ich mal die Datensammlung. Bam, Alter, nice. So. Yeah. Der Turm ist unser, Alter, der Turm ist unser. Geil, geil. Boah. So. Hier, aber gibt's da noch Datensammlung? Hell yeah, that's what I'm talking about. Come on by for a proper congratulation. So, weißt du was, ich wollte dir noch was erzählen. Weißt du was, glaube ich, der Trick ist, gar nicht so an den Plattformen, sondern probier die Turmfläche hochzulaufen. Ja, habe ich probiert, bin ich aber immer irgendwo hängen geblieben dann. Mit Wallrun oder so. Wallrun. Boah, wie geil ist das denn, hier runterzuspringen? Das ist ja der Oberhammer. Wallrun, Wallrun. Jetzt die Hammer. Jetzt die Hammer. Gregory G. on Tower. Gregory G. on Tower, over. It's a perfect pleasure to be here. Ich will nicht wieder der miese Peter sein heute. Ich verstehe, aber wir müssen langsam auch mal wieder die Folge beenden. Das stimmt. Ich wollte es gleich vorschlagen, aber lass uns kurz mit Keith reden und danach beenden wir diese Folge erfolgreich. Verstehst du? Denn es ist eine Folge, deswegen Erfolg, erfolgreich. Folgendermaßen. Hätte vielleicht sonst folgen. Sag mal, bist du eigentlich auch die ganze Zeit nur im Schweben hier? Nur, ich versuche gerade bis zum Portal durchzuschweben und es klappt. Ich schaff's nicht. Es klappt, ich bin genau beim Portal gelandet. Geil! Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ist voll geil! Ist voll geil! Ich bin so glücklich, ey! Doch, mit dem kleinen Hüpfer auf dem Haus habe ich es auch geklappt. So, warte mal. Die hat gerade irgendwas gequatscht, die Alte. Ich habe es aber nicht verstanden. Ich habe das auch so halb am Rande nur mitbekommen. Tut mir leid. Macht nichts. So, ich bin bei Kies, ich warte auf dich. Ja. Der steht doch hier oben. Wo bist du? Wo bist du? Bei mir sitzt er hier im Dingens. Bei mir steht er hier. Dann rede ich mal mit dem. Okay, ich auch. That's why you're the commander in chief. Shame you'll never get the chance for re-election. We would have had a marvelous second term, Keith. Outfit Roddy-Anzug. Jetzt fehlt nur noch der Dudelsack. Dieses Outfit steht ja nun deinem Geldwehr-Kleiderschrank zur Verfügung. Ja, erinnert mich ein bisschen an. Darauf habe ich gewartet. Ja, das ist der Anzug, weswegen Leute das Let's Play gucken. Bei dir vor allen Dingen steht so ein Schottenrock bestimmt. Hoch im Kurs. Mhm. Nur weil unterm Kilt nichts drunter ist, oder was? Ja doch, deine Eier. Deine dicken, haarigen Beine. Nee, da wollen wir nicht. So weit wollen wir mal Beine. Nicht. Beine. Beine. Was denkst du denn? Boah, guck mal, wie viel wir schon eingenommen haben hier. Ach, apropos eingenommen. Wir müssen ja noch Du musst Bargeld auch deine abheben. Tabletten nehmen, denk dir an. Ist schon wieder 20 Uhr? Nee, wir müssen jetzt einmal mal Feierabend machen, genau. Ja, das sowieso, aber hebt noch vorher mal ein bisschen Bargeld ab. Ja, das ist eine gute Idee. Da stimme ich dir zu. Und ich sehe gerade, in der nächsten Folge geht es weiter mit einer Primäraufgabe, denn dann geht es mit dem Geist in der Maschine weiter. Nebenaufträge haben wir keine mehr, das heißt, wir können dann, wunderschön, meine Hübsche, können wir dann nächstes Mal weitermachen. Oh, aua. Halt deine Fresse jetzt endlich. Alter, das zieht bei dir auch gar nicht, ne? So, ich kann dich gar nicht intrudieren mit dem Ding. Quatsch ja gerade noch. Du quatschst gerade noch? Der Charakter quatscht gerade noch. Ja. Ach so, das wusste ich nicht. Ey, ich hau dich platt, Alter, Gregory. Du willst eine Frau verprügeln! Du bist keine Frau, du bist ein She-Mail. Halt mal die Fresse, Alter. So. Wie hast du eigentlich deine Eier in diese Hotpants gezwängt? Das will ich gar nicht wissen. Boah, da bin ich aber ein verdammt heißer Schiebe. Ach, ich kann dich gar nicht treten. Wo bist du? Fliegen, ne? Ich wollte gerade ganz gemütlich mit dir hier. Natürlich, ne? Wolltest du ganz gemütlich. Aber du wieder hier. Ja, ganz gemütlich. Wissen wir doch. So, ich helfe dir gerade mal bei dieser schweren Gebärmutteroperation. So, wie sieht's aus? Wollen wir die Folge beenden eigentlich? Ja, können wir machen. Müssen wir leider. Bis dahin, liebe Freunde. Ja, bis gleich. Die nächste Episode, ne? Sagt man, munkelt man. Ja, die wird super. Hör auf mich zu hauen. Sei wieder handsam. Du kriegst kein Taschengeld für diesen Monat, Luise. Ja, liebe Freunde, tschüss. Macht's gut, ne? Tschüss. So, Schnauze, Bitch. Und wieder ist eine Episode vorbei von Let's Play Saints Row. Habe ich dir nicht gesagt, Schnauze, Bitch gerade? Ich reagiere nicht auf Bitch, du kleine Ach Bitch. Ach so, okay, du kleine Schlampe. Du kleine Hungerhure, du. Ja. So, in der nächsten Folge geht's dann. Ich prostituiere mich für einen Knoppers.
Ja, liebe Freunde, ich schalte schnell ab, bevor das hier nachher wieder von YouTube gestrikt wird, wegen den Gesprächen oder so. Tschö!